Finsternis. Kapitel 4. Dramatische Erkenntnis. Mind your step, sir. There must be a way out somewhere around here. Ich vermute in der Kanalisation, ne? My goodness! This tunnel has led us right under the canal. Ooh, fancy that. Gavin, you look different. Oh, you have an eye stuck to your face. Another clue. Ja, wo denn das kommt, ist klar. An eye for an eye. Kann ich das an auch hier setzen? An eye for an eye. Okay. So, wie haben wir denn hier? Oh, are you an angel? Ja. No, I am Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. Oh, I'm Norris, and I'm a bit down on my luck, mister. My good lady wife threw me out on account of me tuneless whistling. Said it were driving her to distraction, she did. Oh, poor you. Indeed, sir. Now I'm sat here in this tub, a-pondering the meaning of life. Okay, den lassen wir dann da einfach mal sitzen, würde ich sagen. Was haben wir denn jetzt noch? Genau, wir haben den Ring und ihn. Fancy Biscuits, Norringtons, ausgefallene Kekse für Ladies und Gentlemen. Okay. Finde ich sehr nett immer mit der Werbung, die hier überall rumhängt. Komischer Kerl. Evening, Sir. I am on a hunt for the fiendish villain known only as Jeff the Murderer. Have you seen anyone suspicious pass by? No, sir. I've been too busy sweeping up other people's mess, sir. It's gonna take me ages to sweep all this muck up. This broom just isn't powerful enough for me. Makes me right angry, it does. Especially now I have to use this feeble broom. If only my newfangled automatic sweeping machine hadn't broken. Vielleicht können wir ihm damit helfen. What a marvelous machine! Okay, wir können auch da hinten am Laden gucken. The muffinery is closed. Nun gut. Ich glaube, wir kommen, dass wir mit dem Diamanten was hier machen können. It's too precious. Ja, ganz genau. Dann gehen wir nach rechts. Huch, was ist das denn? It's rather unbecoming of a man of my standing to be rooting through dustbins. A jar of gruel, a rubber sock. Ooh, what's this? A cork. Okay. Nun gut. Dort ist auch ein Suchplakat für unseren Mörder. Fahndungsplakat. Oh Gott, nette Dame. What a fearsome gargoyle. Reminds me of my mother. Okay, die möchte ich vielleicht nicht kennenlernen. An outside meditation chamber. Das Klo. Ooh, someone's been meditating a lot. Okay. Huch. Ja? There's a rat in the toilet. What am I going to do? Look at its fangs. Vielleicht kann ja Gavin was tun. With all respect, sir, I am not that kind of cyclops. Okay. Kann ich die vielleicht? I don't want to make it angry. Okay, dann können wir der erstmal nichts antun, glaube ich. Hello! I'm on the trail of Jeff the Murderer. Can we come in? Did Sir Bruce send you? Yes. Prove it. I have this enormous diamond ring. They aren't listening. Okay, Korken. That won't work. Kann ich die... jetzt habe ich aus Versehen rausgeklickt, rausgetappt. Kann ich vielleicht... Ach nee, die kann ich nicht benutzen. Gut. Nun gut, wir müssen uns weiter umgucken. Okay. Ich könnte eventuell den Ring an den armen Mann in der Badewanne weitergeben, um an seine Flasche zu kommen, oder? Dass er seine Frau quasi... damit überraschen kann. Enjoying a good soak, I see. I'm a man of simple pleasures. May I borrow your tin bath? It's all I have left, sir.
I wouldn't part with this for the world. Bist du sicher? Will this be of any use? Ooh, I bet that cost a pretty penny. But I fear it would lead me astray. Korken vielleicht? That won't work. Okay. I'm not going down there again. Okay, das heißt, es wird gerade ein bisschen kniffliger. Dann gucken wir mal, ob wir mit dem Korken hier was machen können. Ich vermute eher nicht, aber viele Optionen haben wir ja dann nicht mehr. Oh, tatsächlich. There you go. As good as new. Oh, thank you, sir. But with my contraption back at my command, I'm capable of anything. Who knows what I may become? Ein Besen. Time to clean up this muck and make everything immaculate. 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 Okay, netter Kollege. So, hier können wir nichts machen. Das heißt, mit dem Besen würde ich versuchen, jetzt die Ratte zu verjagen. So. Kommen Sie, kommen Sie. Huch. Zu schnell geklickt. That would only anger it. Ja, das mag ja sein. Kann ich vielleicht. No, that won't mix. Mit dem Besen werde ich hier auch nichts machen. Unbesweepable. Okay, dann muss ich wohl doch wieder zu dem anderen Kollegen zurück, ne? Was anderes bleibt uns ja dann nicht mehr, weil sonst können wir hier gerade nichts tun. Aber was sollte er mit dem Besen wollen? Können wir ihn wegfegen oder so? No, that don't impress me much. Ja. Unbesweepable. Okay, das bringt, glaube ich, auch so nichts. Unbesweepable. Kann ich den Besen hier in die Kanalisation hauen? Unbesweepable. Tauchen? Nee, kann ich nicht. Gut. Ja, was können wir dann noch machen? Das ist jetzt die Frage. Ich muss irgendetwas übersehen. Ach genau, vielleicht kann ich das Ding hier runterholen. Unbesweepable. Schade. Dann kann ich vielleicht Gavin. Yes, no, sir. Okay. Dann versuchen wir Gavin nochmal mit dem Mann in der Badewanne vielleicht. Yes. Sir, I don't think he would approve. Nein, das glaube ich nicht. Tu es einfach. Okay, unbesweepable. Ja. Kann ich. Ist hier drüben noch was? Ach, toll. Super. Das muss man natürlich wissen. Hello, gentlemen. You're not from around here, are ya? Do you see anything you fancy? Oh, no. I'd love a bit of muffin. You fribbling nitwit. How dare you? Lady? How rude. She threw her muffin at me. Ist doch egal, wir haben einen Muffin. Super. I'm not going to eat something that's been on the floor. I'm not an animal. Ein richtiger Sir. Gut, was haben die Damen hier unten? Oder die Dame? Get away from me! Poke me again, go on! And I'll poke you back with this! Ich könnte den Korken wieder brauchen. Kann ich sie vielleicht mit dem Besen weihen? Sure! Don't go waving that about! Cause I'll keep poking holes in it! Ah, sie kann mir Löcher wo reinpieksen. Achso, nee, den Besen wollte ich jetzt nicht. No, ja, ich that weiß. Won't mix. Ja, ist ja gut. Komm, lass mich. Jawohl. So, vielleicht hier Löcher reinmachen? Sure, don't go. Okay. Nun gut, dann kann sie auf jeden Fall in irgendwas für mich Löcher reinmachen. Nein! We're closed. No one crosses the bridge after dark. It ain't safe. But I need to get across. I'm on very important business. Sorry, mister. Since the murderings started happening, we always shut it at night to keep the rascals out. Can't you just open it a little bit? It's more than my job's worth. I'm off home for a nice plate of kippers. You'll have to come back in the morning. Oh, Frudge, what shall we do now? Ja, gute Frage, aber hier kann ich mir auf jeden Fall schon mal ein Schild mitnehmen, an ensemble oder? Of reeds. Jawoll. Und dort könnte man sich We're Löcher reinmachen lassen. Boat. And
bis Sweeper. Ja, ich hab's gehört. Oft genug. Okay, meine Idee ist jetzt. If only. In dieses Schilf lassen wir uns jetzt Löcher reinmachen und benutzen das als Atemschlauch quasi. You've pierced my reed. Oh, wir haben eine Flöte. Was mache ich mit einer Flöte? Das, ja. Ah! Kleiner Moment. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich hatte was im Hals. Und zwar, wer kennt es nicht? Den Rattenfänger von Hameln. Den machen wir jetzt hier. My deduction was unfounded. Ich habe keine Idee. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine Aufnahmesession Pause. Das heißt, ich habe jetzt am Stück noch einiges aufgenommen. Und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage mal, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es hier weitergeht mit Bertram Fiddle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und damit begrüße ich euch wieder hier zu Bertram Fiddle in einer neuen Aufnahmesession. Wie man hört, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, eine leichte Erkältung, aber nichts Schlimmes. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Und ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben bei der Ratte, die wir leider so noch nicht mit Hilfe der Flöte von der Toilette wegkriegen. Das heißt, wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob man sie vielleicht mit Essen weglocken kann. Here, Ratty, Ratty! Jawohl, sehr gut. Good for reaching awkward places. Okay. Und welche Stellen kann ich damit erreichen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Der Badewannentyp vielleicht? Wir müssten mal gucken. Nah, I'll get enough of that at home. Okay, unmögliche Orte vielleicht hier unten. Okay, da kann ich auch nichts tun. Dann bleibt uns jetzt nur noch hier die linke Seite übrig. Die gute Frau macht uns ja in alles Löcher rein. Ist die Frage, ob wir da jetzt irgendwie übers Wasser kommen, beziehungsweise vielleicht kommen wir mit dem... Most unbrushworthy. Okay, aber mit dem Besenstiel könnte man doch bestimmt den Korb greifen, oder? Unbesweepable. Was? No, that... We're going to need a bigger boat. Yes, if I could, I would, sir. Okay, das macht es jetzt nicht einfacher. We can't reach it from here. War das der Hinweis? Most unbrushworthy. Okay. Was haben wir denn sonst noch für Optionen? Ja, ich kann ja schlecht mit dem Besen hier irgendwas bearbeiten. Das geht ja tatsächlich nicht. If only there were... Wenn es... Oh, Entschuldigung, da bin ich rausgetappt aus dem Spiel. So. Mit dem Besen mache ich da nichts. Ich kann ja auch hier mit dem... No, that's not going to work. Das ist richtig. Ob wir dann vielleicht die Möglichkeit haben, hinten den Kollegen was vorzuspielen, der in der Badewanne sitzt? Ich hab echt keine Ahnung. Will this be of any use? Oh, thanking you kindly, sir. I'm going out to wish my wife back. Jawohl, sehr gut. Somit hätten wir die Badewanne, die wir uns auch direkt in unsere Tasche packen. Und damit können wir, glaube ich, jetzt über den Fluss rüberkommen. Müsste ja die Themse sein. So. Gleich so. Ja? Oder nein? Jawohl. Like an Amazonian coracle. Ja, und jetzt kann ich das einfach. We're going to need a bigger. Ja, ja. It's shaped like an Amazonian At your service, but we have no paddle. If only. Ein Paddel, da reicht doch der Besen eigentlich, oder nicht? Jawohl. You can use this broom as a paddle.
I think it's probably better if I stay. Ah, okay. Yes. Dann müssen wir Gavin runterschicken. Hold on, sir. This won't take long. Ja. A bit faster. We haven't got all day. Super, und Gavin kann jetzt hier die Brücke runterlassen. Ich wollte auch schon Bridge sagen, das ist, wenn das die ganze Zeit im Englischen hier abläuft. Sehr gut. So, und den Kopf kann ich aber immer noch mitnehmen. Ja, okay. Dann gehen wir einfach rüber und schauen mal, was hier... Oha! Was war denn da für eine Spinne? Oh Gott, was... Wir haben hier ein Auge, sehe ich gerade. Das werden wir uns dann gleich mal holen. Ah, sehr gut. Oh, the cobwebs are all stuck to my brush. Zählt das als Zuckerwatte? Ich habe da so einen Verdacht. No. Find us keepers, mister. We saw it first. If you want it, you'll have to beat us at marbles. Well, I used to be rather good at this game when I was a lad. You can't play unless you've got a marble. We don't make the rules, mister. Okay, das heißt, wir brauchen Murmeln, um gegen die antreten zu können im Murmelspiel. Sonst hätte ich versucht, den so eine Art Zuckerwatte zu geben. You've lost your marbles. Okay. Ja gut, wir haben keine Murmeln, deswegen müssten wir uns hier erstmal weiter umgucken. Okay, da hinten im Haus können wir nichts tun, aber hier können wir rein. Oha. Sie hat ein Tablet? Interessant. May you hold on one moment? I'm busy attending to my clockwork farm. It's very enchanting. Okay, was hat er hier? What's that card? I recognize that mysterious symbol. Wilford and Willicent are in the naughty cupboard because of what they did to that poor old man. No treats for them. Ah. What are you doing, sir? Who are you and why are you in my house? Allow me to introduce myself. I am Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. And currently I am hunting down the true identity of Jeff the murderer. Perhaps you know of him. What are you accusing me of? You'll have to excuse my husband. He's been under a lot of pressure lately. He is a very sensitive man, aren't you, Bruce? Ever since the accident, when my parents died in the most suspicious of circumstances and left us this house and untold wealth, he's been very tense. I kept hearing voices. Terrible, persistent voices. You used to attend those seances to try and find tranquility, didn't you, dear? With that curious medium. What was she called? Madame Blackheart. Used to visit her every week, but now she's on the other side. You mean she's dead? No, on the other side of the canal. A less salubrious part of town. I keep meaning to see her, but... I've a lot on my mind. Okay, also geht es darum, eine Dame, die er besuchen möchte. That's a lovely color. That's aber my er das nicht schafft. For giving my cheeks a pinkish glow. Do you like them? My cheeks. Gavin? Vielleicht ein bisschen... Do that, sir. Oh, okay. What a proud and noble beast. Is that your father, Sir Bruce? He looks a formidable fellow. Nun gut, der ist auf jeden Fall gestorben, also der Vater. Jetzt wollen wir mal gucken. Oha! Okay, das ist ein wenig unheimlich, aber nur ein wenig. Wir versuchen es mit Zuckerwatte. How about some candy floss? That doesn't look like candy floss. It's the wrong color. Ah, die Farbe können wir natürlich beeinflussen durch rosa. Rouge? Mmm, now it looks edible enough to eat. Okay, dann geben wir den Gören hier im Schrank mal die Spinnenweben mit Rouge. Tada! Auf einer Klobürste. Daddy can't grow a real mustache. Like giving fake candy to a baby. Okay, ist das unsere erste Murmel? The Pearl of Minimoto. What an opulent treasure. I wonder if I could borrow it for a bit.
Okay, nehmen wir einfach mit. Ist ja nicht verkehrt. Okay, ich glaube, das ist unsere erste Murmel, mit der wir hier tatsächlich gegen die Kinder spielen können. Würde ich vermuten. This candy floss tastes funny. You tricked us. We don't like to be tricked. Okay. Ja, hoffentlich tun die mir nichts. Na? Check out the size of this marble. Haha! Cool! That's a shiny one, isn't it? You win, mister! You win! What a banana! I say! Come back with that! Okay, die haben uns natürlich die Perle dann weggenommen. How did that get here? The final piece of the puzzle. Face puzzle thing. Sehr gut, die Murmel an sich kann ich jetzt nicht mitnehmen, aber ich kriege das Gesicht komplett. An eye for an eye. Okay, ist jetzt so die Frage, was mache ich jetzt damit? Okay, da kann ich nichts Besonderes gerade mit anfangen. Kann ich das jetzt den Leuten zeigen? Einfach so, um zu fragen, yes, wer das ist? Entschuldigung, Kevin, ich wollte das nicht. Fragen wir doch ihn mal. Achso, nee, ich kann es leider nicht aus dem Inventar rausziehen. Einfach mal probieren, ob ich den Diamantring vielleicht mit ihm benutzen kann. It's too precious. What's that card? May you hold on one moment? I'm busy attending. It's very enchant. Ja. Spiel du mit deinem Tablet rum. Schön und gut. Wir schauen mal, ob wir weiter zurückkommen, um... Ich weiß auch nicht, was zu tun. I'll poke holes in. Ja, okay, sie macht uns immer noch überall Löcher rein. Kleiner Moment, vielleicht kann sie versuchen, hier Löcher reinzumachen und schafft das nicht. So I can't poke holes in that either. Okay, sie macht den ganzen Tag nichts anderes, als wie Löcher in irgendwelche Dinge reinzupieksen. Okay, kann ich jetzt hier vielleicht? Das ist doch... Ist das nicht die Dame, die ich im Moment habe? Hello, I'm on the trail of Jeff the Murderer. Can we come in? Did Sir Bruce send you? Yes. Prove it. Ja, da bräuchten wir wahrscheinlich die Karte von Sir Bruce, der auf der anderen Seite des Flusses lebt, oder nicht? I have this enormous... Ja, mit ihr kann ich leider nichts machen. Okay, wir müssen uns hier irgendwie Zutritt verschaffen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Wir gucken nochmal ganz kurz hier hinter, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Er hat uns ja von der Dame erzählt, die er gerne besuchen würde auf der anderen Seite des Flusses. Das müsste aber doch eigentlich die Frau hinter der Tür sein, wenn ich mich nicht täusche. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, ihm die Karte abzuluxen. Ja, ich weiß. Also mit dem... Das ist, glaube ich, der Kopf ist nur der Hinweis einfach, dass wir ein Boot bräuchten, um auf die andere Seite des Flusses zu kommen. Deswegen, glaube ich, können wir da noch nicht mehr mitmachen. Irgendwas muss ich mir jetzt einfallen lassen, wie ich denn von Sir Bruce, glaube ich, die Karte kriege. Your moustache, it's all crookedy. Here, let me. Oh, don't touch my moustache. Okay. Gut. You fool, what have you done? That's right. I can't grow a moustache. Are you happy now? There, darling. I still love you. In a way. It's just not right. Makes me so ashamed and angry. Okay, gut, aber dann haben wir jetzt die Karte. Das reicht mir. Thank you for your... Das heißt, die Kinder haben uns ja tatsächlich von den Beweis gebracht oder beziehungsweise den Hinweis gegeben, dass der Bart vom Vater ja doch durcheinander war. Ich hatte mich schon gewundert, warum die das gesagt hatten. Aber jetzt ergibt das Ganze auch einen Sinn. Und jetzt müssten wir eigentlich mit der Karte hier reinkommen. I have an invitation from Sir Bruce. Yay. Sehr gut. Oh. Who are you? What do you want? Machen kann ich jetzt direkt nichts. Reden wir mit der Dame. I'm here to see Madame Blackheart.
I sense you're greatly troubled by something. Yes, I am. How did you know? She's very good, isn't she, Gavin? You are searching for something. Someone. A stranger. Yes, yes. Jeff the murderer. Okay, kann ich ihr den Kopf zeigen? Nein. Oh, Shasha, was ist das? This is what? Very what? I was told you could help me find who did this by contacting the spirits. But I'm rather skeptical. Yes, I contact the spirits. But first, you must cross my hand with silver. Okay, also Silber. Da wird wahrscheinlich ein Silberring unten am Diamant dran sein. Sorry, I don't have any silver. Ooh, but I do have this massive diamond. That will do. Das habe ich mir fast gedacht. Oh, spirits, can you hear me? Shh, someone is answering. She's in great torment. Spotted calf. Oh, someone else is coming. Something wicked. Ooh, but spirits. Cover your heart, Senior Feeden. No, no, I can't stop them. Run, you fool, run. Okay, wir sind wieder in der Fluchtsituation. Okay, und wir müssen auf die Grabsteine aufpassen. Aber das kriegen wir doch hoffentlich einigermaßen hin. Ein bisschen schwer einzuschätzen, auf welcher Höhe sich die befinden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Nein, danke. Has given them the slip. Okay, aber trotzdem werden wir von Geistern verfolgt. Sir? Oh, Gavin. I feel most peculiar. Like I've been scrubbed inside out with an ice-cold, dirty dishcloth. Okay. Nun gut. Was haben wir hier? We're round the back of the vinegar factory. Okay. Das ist ein Fuß, ne? What's this street called? Mutton Alley? Oh, Sherlock. Sherlock, what are you doing here? Aha, Fiddle. Maybe you aren't such a fool as I thought. But you're too late. He's already gone. Who? Jeff. Jeff the murderer. What's the matter, Fiddle? You look like you've seen a ghost. Shush, Watson. You must think you're pretty clever tracking him down to this unassuming lair. But the fiend is obviously a criminal mastermind. Always one step ahead of the law. It's like a game to him. He's toying with us. Okay. What's wrong now, Fiddle? You look like a confused carrot. Are you sure this is that fiendish villain's house? Es sieht sehr verdächtig nach einem Haus von Mördern aus. Oder von einem Mörder. Oh. Oh, he hasn't changed a bit. Head, shoulders, knees and toes. Ah, we must have just missed him. His dinner is still warm. Liver, mushy peas and a nice bottle of gin. Lieber Mr. Fiddles, sie denkt, sie sind sehr clever, wie sie meinen Hinweis folgen, nicht? Also, sie denken, sie sind sehr clever, wie sie meinen Hinweisen folgen, nicht? Aber vielleicht habe ich sie ja nur hinterlassen, damit sie finden, damit sie finden. Oder vielleicht auch nicht.
Der fiese Dämon, der mir sagt, was ich tun soll, sagt, dass diese Geschichte noch nicht vorbei ist. Ich werde wiederkommen. Hochachtungsvoll, Jeff, der Schlechter. PS, mögen Sie Hotdogs? A letter addressed to me. Okay. Ich musste gerade an den älteren Herrn denken, der uns den ersten Auftrag erteilt hat. Wegen dem Hahaha. I can smell burning. Okay, oh, Hotdog. Fufi! Nein, stimmt, der hat ja noch Fufi, hab ich ganz vergessen. What kind of a maniac would make sausages out of a dog? Werther isn't going to be happy with this. I can hear scratching. Fufi, where is it coming from? Fufi muss noch leben, unbedingt. It's under the floorboards. Gavin. Yes. Quick, Gavin, move the table. Jawohl. Look, a trapdoor. Step aside, Gavin. Oh, jawohl. Fufi, you're alive. Goody. Well done, sir. Oh, Werther will be so happy. Looks like it's time for us to return home, Gavin. Okay, folgt uns Fufi jetzt, oder wie darf ich das verstehen? What atrocious apparatus! Okay, dann können wir jetzt hier gerade nicht mehr machen. Ja, Fufi läuft uns hinterher. Sehr gut. Fufi sieht echt ein bisschen durch aus. Oha, die Reporterin. I must say, I am very impressed, Mr. Fiddle. It looks like you really had that villain on the run. Are you going to continue your pursuit? Do not fear, Emelina. Even though I'm going home to have my supper and get a good night's sleep, I shan't rest until I solve this mystery and uncover the secret identity of Jeff the Murderer, whomever he is. Well, I for one can't wait for the next thrilling installment of this adventure. And don't forget about the wager, Holmes. Ha! You'll have to do a lot better than this if you want to see me in a lady dress. What a marvelous story it's turning out to be. Aha! Extra! Extra! Winged Beast carries off newspaper vendor! Und ich vermute mal ganz stark, das war dann das erste Kapitel von Bertram Fiddle. Richtig, ein haariger Fall. Sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von den Rätseln her tatsächlich voll auf meinem Niveau. Ich konnte sie lösen. Und ja, ich hoffe, dass der zweite Teil nicht zu lange auf sich warten lässt. Dass wir da schnell weiterspielen können. Dem Schlechter eben auf den Zahn fühlen können, beziehungsweise den finden und fassen können. Und ihn dementsprechend seiner Strafe zuführen dürfen. Ja. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem anderen Let's Play oder letztendlich dann hier wieder bei Bertram Fiddle, wenn ihr den mögt, wenn ihr den wollt, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht es gut und tschüss.